Hallo, liebe Leute da draußen. Willkommen zu einem neuen Projekt und wir nennen das Projekt Gamekiste. Wir werden jeden Monat in die Gamekiste greifen und uns ein Spiel raussuchen. Wir haben keine Ahnung, was es für ein Spiel sein wird. Und dazu ist natürlich auch Jabul dabei. Ja, genau. Also wir greifen in unsere Gamekiste, wo halt immer so ein paar zufällige Spiele drin sind und werden diese dann einfach mal vorstellen. Und da könnte natürlich auch einiges bei sein, was so ein bisschen trashig wird. Oder wir einfach es total scheiße finden, aber wir wollen euch unsere Eindrücke schenken. Wir fangen an, ja, heute mit Grim Dawn. Genau, also Grim Dawn wird das erste Spiel. Wir haben uns auch gar nicht, wir informieren uns auch gar nicht über die Spiele, sondern wir werden einfach spielen. Wir werden auch versuchen, jeden Monat alle Spiele zu spielen. Es kann natürlich sein, dass uns einige gefallen und die wollen wir dann durchzocken. Das heißt, da wird es dann halt ein längeres Let's Play. Es kann aber auch sein, dass wir einige Spiele nach zwei, drei Folgen einfach abbrechen, weil wir es einfach so scheiße finden. Ja, Ja, ja. so kann man es, glaube ich, belassen. Weil Hauptsache ist, man hat ja selbst Spaß daran. Und wenn ich jetzt ein Spiel spielen muss bis zum Ende, wo ich echt schon in der ersten Folge sage, Alter, nein, Leute, ganz ehrlich, ich tue mir das nicht mehr an. Aber okay, so viel dazu. Wir fangen Genau, an. wir erstellen uns jetzt einen Charakter. Ich weiß noch gar nicht, wie das funktioniert. So. Okay, Oh, Charakter. weiblich, weiblich. Hardcore? Weiblich. Weiblich Hardcore? Nein, weiblich. Wir machen weiblich Hardcore und. Was ist der Name? Nein. Amy? Amy. Ellie? Irgendwas Lustiges. Komm, auf drei, was Lustiges. Eins, zwei, drei. Ich habe keine Ahnung. Dann mache ich Bobbele. Unser weiblicher Charakter heißt Oh mein Gott. jetzt Okay, ich Bobbele. finde Oder es. wir können es ja, damit es weiblich klingt, Bobbele. Okay. Oder Französisch, Bobbelon. Ah ne, hier. Ach, oh, Oxardegü kann der nicht. Okay, dann machen wir Bobbele. So, unser weiblicher Charakter Bobbele. Das klingt wie ein Kerl. Wie so Ist auf ein. Hardcore und will nicht erstellt werden. Hallo? Charakter, weiblich, Bobbele. Meinetwegen mit zwei. Ah, damit zwei ist. Da ist unser weiblicher Charakter Bobbele. Ach du Scheiße. Voll der ausgebeulte Hintern. Ich wollte gerade sagen, was hat Doc ist sein Arsch war aus dem. Okay, wir können jetzt hier wählen. Singleplayer, Schwierigkeitsgrad, das ist natürlich normal. Oder bitte auch Nein, komm, lass normal. Okay, normal. wir machen normal. Hauptkampagne annehmen. Und dann starten wir das Ganze. Also eigentlich ist es ein englisches Spiel, aber wir haben deutsche Übersetzung gefunden. Ich bin Genau, die gespannt. Sprachen kann man sich einfach runterladen, von Französisch bis. Koreanisch bis alles. So, jetzt Ja. erstmal Cinematic. We paid a heavy price, but the trap worked. You seem surprised. It's been a while since we've had a win. How long will it hold? I've never entrapped a being like this, but the bonds hold for now. How do we dispose of it? I'm just a witch. You're the soldier. If it bleeds, I can kill it. How do you kill a spirit, though? If you kill the mortal vessel while it's bound, the spirit may perish within. If it escapes. It's listening to us. What are you? Others of your kind name us Ethereal. Why have you invaded our world? Your world. We existed first, but were managed by your corrupt gods. Your kind opened the way, and now we return to reclaim what by right should be ours. I've heard enough of this rubbish. Let's hang it. Destroy this vessel, and I will find another. I have tasted its desires and emotions. Your kind is weak. You have already lost this war. Do it. Captain! Cut him down! What? Are you mad? Better safe than sorry. The spirit has fled! This is a human now. Oh,
The captain is correct. When they awaken, they won't remember a thing. The Ethereal was right. The war is lost. We're a resistance now, and we need every human survivor we can call to our cause. Maybe this one here can still die with some honor. If they ever wake up, send them to me. If they don't, bury him deep with the others. Echt eine ganz coole Geschichte. Ich weiß nicht, am Ende fehlte dann so ein bisschen Übersetzungstext. Da wurde dann gesagt, dass wir waren die Person, die von diesem ätherischen Geist befallen wurde. Hier stehen wir ja mit dem Strick und so. Und der Leutnant Burn oder so, wie der hieß, hatte gesagt, dass sollten wir aufwachen, soll er, also dieser andere Typ hier, Jarvis, der Henker, uns zu ihm schicken. Ansonsten sollten wir nicht mehr aufwachen, einfach auf so einem Graben voller anderer Viecher, wo die anderen auch hingeschmissen werden. Ich wollte gerade mit WASD steuern und dann hat das auch ganz kurz funktioniert. Funktioniert doch. Nee, wenn ich A drücke, geht der irgendwie. Es scheint eine Maussteuerung zu sein. Okay. Breath, I see. You're one lucky bastard, I'll give you that. Best go speak to Captain Bourbon right away. He seems to have a plan for you now that we've spared your life. Ja, jetzt wird das hier nochmal gesagt hier. Sprich am besten gleich mit Captain Bourbon. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? You were possessed. So we strung you up. Seems the spirit fled your body before your life ran out. I'd have left you to hang, but the captain had other plans. He sees some purpose in you and I'm not going to argue. Also ich denke mal, mitlesen kann jetzt hier gerade jeder selber, weil es wird ja auf Englisch vorgesagt, deswegen wollte ich das jetzt nicht auf Deutsch nebenher lesen. Ich glaube, das passt soweit. So. Wo kann ich diesen Captain finden? He's up the road, in the courtyard. Don't make me regret cutting you down. Okay, dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Ja. Also das Ganze hat so ein bisschen was von Diablo. Grafisch gesehen anzusiedeln, auch zwischen Diablo 2 und 3. Also 3 sieht definitiv schöner aus, aber... So, wir sollen irgendwie jetzt zu dem Bourbon. Ist der denn jetzt hier, oder? Ist die Brücke kaputt? Okay, ne, da müssen wir hier oben hin. Oh, ich kann die Maus sogar gedrückt halten, sehr gut. Was ist das denn hier? Ach so, da kann man dann nachlesen, wer da alles steht. Hier ist wahrscheinlich auch eine kaputte Brücke. Ja, gut, Levelbegrenzung halt. Ja, okay. Also können wir uns... One we almost hung. I didn't really see a sense in it, but then again, no one really cares what old Barnabas thinks. You really should go speak with the captain. He'll be the one deciding whether there's a place for you here at Devil's Crossing. Okay, Devil's Crossing heißt das Gebiet hier. Wollt irgendwas gesagt haben? Achso, genau. Action-Rollenspiel ist es wohl. Was ist das? Du hast ein Rift-Gate freigeschaltet. Die Rift-Reise erlaubt es dir, ein Portal zu erstellen, mit dem du dich zu den Rift-Gates, die du in der ganzen Welt von... Tja, so schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Benutze das persönliche Rift-Gate, Weltkarte zu öffnen und wähle ein Rift-Gate, zu dem du reisen möchtest. Kann ich unendlich viele davon machen? Okay. Wir reden erstmal mit Burden, oder? Ja, würde ich sagen. You're not looking too bad for someone just come back from the brink of death. You were taken, possessed by the same creatures that have been reanimating these zombies here. Normally I'd have burned you with the rest to be safe, but we've lost too many people to the dead. I need someone expendable, someone with nothing to lose but a lot to gain. Right now, you're that person. Prove your worth to me, and the survivors of Devil's Crossing may just welcome you. Ja, klar, wir haben ja auch nichts mehr zu verlieren, weil wir erinnern uns an nichts, dadurch, dass wir besessen wurden von diesem ätherischen Typen. Ja. Stelle deinen Wert für mich unter Beweis, und die Überlebenden Devil's Crossing heißen dich vielleicht willkommen. The bodies of the dead are rising again in some horrible unlife.
Corpses don't just get up and move around on their own. Something is reanimating our deceased with ethereal energy. We have observed the dead for some time, and they appear to be flooding Lower Crossing from the burial hill, just beyond town. I want you to go to the burial hill, find whatever is controlling these abominations, and destroy it. Okay, wir sollen also zum Burial Hill nachgucken, was da los ist. Und dann können wir ja mal fragen, wo das überhaupt ist, ne? You will need to fight your way through Lower Crossing. Once you've crossed the stream on the far side of town, there will be a beaten path leading up to Burial Hill. I know I'm asking a lot of you, but I'd be asking a lot of my people to welcome you with open arms, too. Help us in our hour of need, and I will open Devil's Crossing to you. Ja, dann helfen wir dem doch mal. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Ich wollte auch gerade sagen, eine Wahl haben wir ja nicht. Aber ich möchte jetzt mal gerade wissen, was das denn hier mit dieser Rift-Reise ist. Ah, das ist die Weltkarte. Kern heißt die Welt. Und es gibt einiges zu tun. Okay. Hier ist Lower Crossing, da können wir aber noch nicht hin. Das ist wahrscheinlich das Schnellreisesystem. Wenn wir dann uns hier so durchgearbeitet haben, kann man dann dementsprechend schnell dahin reisen. Ja, denke ich mir auch. Das Elend beginnt. Betritt die Höhle unter Burial Hill. Und da kommen schon die ersten Zombies. Ja, Kampfstil ist Action-Rollenspiel typisch. Was haben wir denn hier unten noch? Was ist das? Fraktionsfenster. Fraktionsfenster kannst du deinen aktuellen Ruf bei den verschiedenen freundlichen und feindlichen Fraktionen ansehen und Hintergrundinformationen über sie erfahren. Okay. Codex-Fenster ist Quest-Logbuch, heißt hier also Codex. Charakterfenster, ja, das sieht ja auch Diablo-stilmäßig aus oder Torchlight oder was für ein Spiel man da auch nennen möchte. Das ist das Kartenfenster. Gibt es denn hier auch... Ich mochte das immer... Ah, hier kannst du sogar umschalten. Ich mochte das immer, wenn man die so ein bisschen im Hintergrund hatte. Geht das hier nicht? Hast du doch oben im Eck. Nee, ich meinte, zum Beispiel bei Diablo 1 und 2 konntest du die Karte auf den Screen drucken lassen, dann lief die immer so ein bisschen mit. Das war immer ganz angenehm, aber egal. Müssen wir uns halt um die Minimap kümmern. Errungenschaften. Achso, das sind einfach nur Achievements. Oh Gott, da kommt schon direkt so eine Armee von den Viechern. Sind wir denn überhaupt so stark, die alle jetzt zu besiegen? Verlieren wir überhaupt Leben? Ja, schon ein bisschen. Schnelle Regeneration. Befindest du dich nicht im Kampf, wird die Verfassung der Gesundheit umgewandelt. Sie ermöglicht es dir, dich schnell zwischen Kämpfen zu heilen, solange deine Verstärkung ausreicht. Okay. Joa. Da ist noch was. Okay, ja, dann stetzen wir uns jetzt einfach mal hier durch. Zum Burial Hill. Ah, man sammelt die Gegenstände automatisch ein. Das ist schon mal was. Level up! Ja, geht am Anfang immer schnell, hinterher braucht man dann Ewigkeiten. Gucken wir mal, hier kamen die ganzen Viecher her. Vielleicht ist hier... Sind hier auch so versteckte Sachen oder so? So Neste oder was? Ja, irgendwie. Gucken wir gleich mal, was wir mit dem Level up jetzt hier anstellen können. Was ist das? Achso, einfach nur eine Leiche. So, was haben wir denn? Fähigkeitenfenster. Jetzt können wir unsere Klasse wählen. Was möchten wir denn sein? Soldat, Sprengmeister, Okkultist, Schattenklinge, Arkanist oder Schamane? Schamane. Okay, Schamane. Wow. Nee, ist klar. Skilltree, läuft. Was mache ich hier? Erwecke die Bestie in dir. Füge mit einem Linksklick nicht verwendete Fähigkeiten hinzu. Ah. Okay, jetzt können wir hier Fähigkeiten uns aussuchen. Wir haben die Wahl zwischen rohe Gewalt. Für viele Schamanen dient eine brutale Zweihandwaffe als Verbindung zu ihren Sturmkräften. Diese Geübten bevorzugen eine eigene, engere Verbindung mit der Wildnis. Durch animalische Wut und den Nahkampf... Ja. Sie brauchen keine... fragilen Zauberstäbe oder Folianten, die ihrer Ansicht nach nur Spielzeuge derer sind,
die lieber ihre Zeit über Büchern verbringen, statt ihr Handwerk zu üben. Ja, also das ist dann eher so der Kampfschamane, Nahkampfschamane. Was haben wir hier? Die Wildheit. Die Hitze des Gefechts weckt die Impulse wilder Tiere in dir. Sie erhöhen deine Aggressionen und stärken dich mit der Wut der Natur. Bei Benutzung als Standardwaffenangriff erhöht Wildheit die Intensität der Angriffe mit jedem Schlag. Durch den Aufbau von Ladungen erhöht sich die Stärke der Bond. Boni. Oh mein Gott. Bond. Ja, James Bond. Ja. Okay, Ladungsstufen. Hat dann 6 Stück und dann kannst du dann bis zu 100% mehr Schaden. Das klingt eigentlich schon... Was haben wir hier? Verschlingender Schwarm. In der Wildnis braucht man eine gute Überlebensstrategie. Einige Schamanenbeschwörer nehmen sich diese Lehre zu Herzen, indem sie einen gefräßigen Schwarm beschwören, der hungrig alles zerreißt, mit dem er in Berührung kommt, schwere Wunden zufügt und die Schwachstellen aufdeckt. Das klingt eigentlich auch geil. Okay, also das erste fand ich nicht so, aber das zweite und das dritte gefällt mir. Ich würde sagen, 2 unten, 1 Mitte? Oder? Wir haben nur noch 2 Punkte. Also da mal oben und unten, also jeweils Mitte ein. Und genau. So. Ja. Okay. Das finde ich ganz cool. Was heißt Devotion? Keine Ahnung. Ach so. Hä? What? Was ist jetzt? Okay. Das sind so Sternbilder. Was zur Hölle? Das sieht geil aus. Übrige Punkte 0. Okay, dann gucken wir uns das an, wenn wir da einen Punkt kriegen. So, haben wir jetzt die Fähigkeiten? Wie kommen wir jetzt da dran? Ich glaube, das ist passiv, oder? Nee. Energiekosten 12. Energiekosten 1. Klingt nicht passiv für mich. Charakterfenster. Du hast da ein Heil dran? Ein Punkt haben wir übrig. Entweder können wir auf Konstitution, Raffinesse oder Geist gehen. Lass uns den inneren Geist. Konstitution gibt dir Stärke, bessere Ausrüstung zu kämpfen und die Beweglichkeit, feindlichen Angriffen auszuweichen. Erhöht auch deine Fähigkeit, Schmerzen zu ertragen, deine Wunden zu heilen und kritische Treffer zu vermeiden. Raffinesse, Intellekt wird verbessert. Kampftechnik und erhöht den physischen Schaden sowie Durchschlagsblutungs- und Wundschaden. Raffinesse erhöht auch deine Chance auf erfolgreiche Nahkampf- und Fernkampftreffer sowie kritisch. Geist ist dann wahrscheinlich alles mit Magie. Ich würde sagen, das erste Stärke und Rüstung. Also Konstitution machen wir erstmal. Okay. Ja. So, wo sind jetzt die Fähigkeiten? Wie kommen wir daran? Keine Fähigkeitspunkte zum Hinzufügen, das weiß ich. Aber wir müssen doch wenigstens die Fähigkeiten irgendwie benutzen können, oder meine ich das nur? Haben wir hier irgendwas? Karte, Errungenschaften, Optionen? Es ist zwar Skills, aber meinst du wirklich, es ist passiv? Es ist niemals passiv. Ich denke mir, dass wir das vielleicht erst in die Leiste kriegen, wenn das Folgeskilled ist. Hey, da war eine Kiste. Das wäre zum einen Möglichkeit. Ja, keine Ahnung. Das wäre zwar blöd, aber es ist möglich. Leute, wir kämpfen Spinnen gegen Tote. Wieder die Spinnen. Oh Leute, ich hasse Spinnen. Ja. Die Spinnen gibt es echt in fast jedem Kack-Game. Ja. Schon irgendwie. So, dann sammeln wir mal die Gegenstände auf und ich glaube, wir gucken dann auch mal eben, was die denn so können. Ulala. Wir haben eine neue Waffe, einen verrosteten Gladius, der mal eben 3 bis 5 Schaden mehr macht. Können wir direkt mal anziehen. Und eine Jacke mit 6 Rüstung mehr. Oh, cool. Der Charakter verändert sich sogar. Das ist ganz cool. Können wir hier noch irgendwas kaputt machen? Ja, da. Toll. Leer. Sogar die Musik ist von Diablo, wenn ich das irgendwie so ein bisschen im Hintergrund höre. Dieses Brim, Brim, das ist so typische Diablo-Musik. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich Diablo 1 durchgespielt habe. 1 war auch noch, 1 und 2 waren echt richtig gut. Und ich weiß doch, ich habe das auf so einem kleinen Netbook gespielt.
Kennst du die kleinen Laptops, die ganz kleinen? Ja. Ja, ich habe das Diablo 1 da drauf geklatscht. Okay. Ja, ich habe das damals mit einem Stick geschenkt bekommen. Ich habe sogar hier als CD Diablo 1 noch. Zwei habe ich nicht mehr. Das hatte ich auch damals irgendjemand anderem dann geschenkt, als ich es durch hatte. Mit dem Lord of Destruction Add-on. Und Diablo 3 wollte ich mir immer mal geholt haben. Habe ich aber nie gemacht. Frag mich nicht warum. Das spielt ja meine Mom. So, hier haben wir eine Holztür. Die können wir einschlagen. Kommen hier noch irgendwo. Da sind noch Fässer. Hey! Ich will jetzt am liebsten wirklich meine Fähigkeiten haben, wenn ich ehrlich bin. Besonders dieser Heuschreckenschwarm klingt ganz witzig. Weil du nicht gleich was von Anfang an bekommst, ne? Francis? Was ist das denn? Schrott! Altmaterial wie etwa Bolzen, Leder, bla, Minderwert, Steuerung. Stapel trennen? Verstehe ich nicht. Okay, behalten wir es erstmal. Hier haben wir eine Pistole. Aber ich glaube, die bringt uns nicht so viel, weil wir ja eher Nahkämpfer sind. Das klingt doch gut. Verrostete Großaxt. Bams. So. Was haben wir hier? Neue Stiefel. Ich bin hier gefangen. Huh. Okay. Francis, Notiz. Ich bin hier gefangen. Jetzt wird mir klar, dass ich in diesem Haus sterben werde. Margaret, ich befürchte, dass du bereits tot bist und so mag es gar nicht so schlimm sein. Wenn ich bald bei dir sein sollte, falls du... Was? Falls wie durch ein Wunder noch am Leben sein, am Leben bist und hierher zurückkehrst, und diese Notiz findest, dann sollst du wissen, dass ich nicht böse auf dich bin. Ich habe niemals unser gemeinsames Leben bereut, nur jetzt bereue ich, dass ich meine Beherrschung verloren habe und unfreundliche Dinge gesagt habe, als wir das letzte Mal auseinandergingen. Ist zu klein für dich geschrieben? Ich glaube, ich brauche echt eine stärkere Brille. Es ist kein Scherz. Ich habe gerade kurz diesen Einsatz total verschwommen gesehen. Das ist kein Witz. Okay, ich hoffe, du hältst mich nicht für einen Feigling für das, was ich gleich tun werde. Sie sind bereits im Haus. Ich werde mich in diesem Zimmer verbarrikadieren. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie durchbrechen. Jetzt kann ich nur noch wählen, wie ich dem Tod ins Auge sehe. Und ich würde lieber als Mann sterben, als einer dieser abscheulichen Dinger zu werden oder lebendig gefressen zu werden. Ich werde dich immer lieben, Francis. Also ich glaube, ich habe mich dann selbst umgebracht? Hat er ja auch gemacht. Ja. Was ist das? Achso, ein Schild. Den Schild halten wir mal. Ich wollte nur sagen, was ich gemacht hätte. Ja. Ich hätte mich natürlich für das Gleiche entschieden. Er will schon lebendig aufgefressen werden. Ja, das ist richtig. Aber warte mal, wir hatten doch da jetzt diese Notiz. Ist das jetzt eine neue Quest gewesen? Boah, ich muss hier erstmal. Wo ist das denn? Cool. Achso, nee, das ist abgeschlossen, oder was? Keine Ahnung. Wir machen einfach mal weiter. Ich durchsuche jetzt hier erstmal jedes Haus, wie es sich in einem Rollenspiel auch gehört. So, störe ich dich? Ja, ein bisschen. Ach. Hier sind schon wieder Spinnen. Bam! Du darfst nicht in dieses Grüne stehen bleiben. Ich glaube, dafür willst du leben oder auch nicht. Das wäre eigentlich so typisch gewesen, weißt du, so ein grüner Nebel. Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur das Kaputtgehen der Spinnen. So, ich glaube, wir haben hier alles durchsucht. Hier geht es nicht mehr weiter. Da die Kiste können wir nicht öffnen. Hier klingt noch ein Zombie hervor. Bams! One-Click. Hier, kriegst noch einen One-Click. Bam! Lol! Wieder durch die Gegend fliegt. Kopf verloren. Cool. Ist doch kein Grund, den Kopf zu verlieren. Ist da noch irgendwo einer? Ich höre doch hier noch was.
Na, wo seid ihr? Hier. Bams. Boah, die neue Waffe ist nice. Das mit diesen Zweihand ist vielleicht gar nicht so dumm. Auch wenn wir jetzt irgendwie noch nicht wissen, wie wir unsere Skills hier bekommen. So, haben wir hier oben noch... Ah, da ist noch was. Bam! Okay, kurz. Da ist noch was. Ein Schwert haben wir bekommen. Hi. Baseball! Okay, was ist das denn für ein Schwert? Okay, das hat Blitzschaden und prozentual mehr Schaden auf Blitzschaden. Das klingt nice. Oh, das ist auch zweihändig. Nice, okay. Was haben wir hier? Wir hatten noch irgendwas bekommen. Irgendeine Sturmhaube? Nicht? Okay, dann habe ich mich verlesen. Okay. Achso, die haben wir schon angezogen. Da ist sie. Habe ich doch nicht verlesen. Die hat er automatisch angezogen, weil wir noch nichts anderes drin hatten. Finde so. Ich eigentlich cool. Ja. Müssen wir hier lang? Ich weiß es gerade gar nicht. Wasser. Ho, das leuchtet so. Du Sprengstelle? Ja. Anscheinend wird dieser Weg durch einige Felsen blockiert. Du kannst ihn mit Sprengstoff beseitigen. Die alten verlassenen Minen rund um Old Arkovia sind wahrscheinlich der beste Ort, um ihn zu finden. Es werden 2 Stück Dynamit benötigt. Haben wir zufällig? Nee, okay. Nicht genug steht da ja. Aber ja, cool. Ich würde mal sagen, dann gehen wir wieder zurück und dann gehen wir nochmal so Richtung hoch. Richtung... Wie ich das hier nicht wegschießen kann. Norden meinst du? Ja. Hoch ist bei dir jetzt also Norden. Okay, weiß ich Bescheid. Richtung hoch. Hey, da ist noch was. Da kommt was. Du kriegst direkt mal hier. Psst. Lol. Deswegen sage ich ja, geh mal Richtung hoch, weil das sind noch ganz viele. Piu, piu. Das sind jetzt auch Spuren von einer Art Kutsche oder sowas. Hä? Kutsche? Ja, das kann sein. Wir haben einen Ring gefunden. Und eine neue Jacke. Automatisch angezogen? Ja. Chaosschaden. Haben wir nicht, aber egal. Doch, haben wir. Automatisch angezogen. Nein, ich meine hier Chaosschaden. Wir haben ja noch nichts mit Chaosschaden. Achso. Da liegt schon wieder einer. Erstmal alles mitnehmen. Das ist so dieses typische, man wird zugeschüttet mit irgendwas und irgendwann klickt man nur noch alles ein. Was ist das? Logbuch des Hafenmeisters. Lower Crossing. Ich höre hier irgendwie Kampf. Die ist scheiße. Das ist auch alles scheiße. Da ist das Logbuch. Soll ich lesen? Das war jetzt eigentlich eher so, soll ich oder sollst du? Ja, mir ist das egal. Wenn du es schaffst, dann mach. Wenn ich es schaff? Ja, halt von der Größe her. Der Herbstnebel erscheint dieses Jahr früh, aber der Verkehr bleibt ungewöhnlich hoch. Es kommen ständig kleine Wasserfahrzeuge von Malmut und anderen nordöstlichen Gemeinden hierher. Einige dieser Boote schwimmen kaum noch, weil sie mit allem vollgepackt sind, was die Leute besitzen. Diese Reisenden, manchmal ganze Familien, bringen seltsame Geschichten von Kriegen und dem Übernatürlichen mit. Ein Haufen Quatsch, der die empfindlichen Bewohner aufstachelt. Kann mich aber nicht beschweren. Hält das Dock und was hält auf das? Trab. Ach so, hält das Dock auf Trab. Die meisten sind in Richtung Westen und versuchen so weit weg wie möglich zu kommen. Die Jungs an den Docks verlieren langsam die Nerven. Einige haben davon gesprochen, sich selbst nach Westen zu begeben, aber ich habe ihnen versichert, dass das alles Unsinn ist und vorübergehen wird. Junge Leute werden leicht von der Energie des Augenblicks gefangen. Okay. Wollten also alle fliehen und besser wäre es gewesen, würde ich mal sagen. So, wo sind wir? Da ist schon hier kloppen sich schon wieder irgendwelche Viecher. Hey, du! Was ist das denn? Was zur Hölle? Was war das? Irgendein Hund.
Das ist auch so eine Eidechse. Verdorbener Hund. Ach du Scheiße, okay. Wie die voll zerplatschen. So, Scheune. Da ist nichts drin. Mein Gott, wir müssen doch hier irgendwann dieses Lower Crossing mal finden. Da haben sich wahrscheinlich welche erhangen, ne? Was ist das da oben? Oh mein Gott! Hau ab! Okay. Barok, der Blutige. Ich mach dich blutig, Junge. Ach du Scheiße. Bams. Oha, ganz viel Stuff. Wir haben einen zweiten Ring. Energieregeneration, Gesundheitsregeneration. Was haben wir hier? Säureschaden. Physischer Schaden in Säureschaden umgewandelt. Das ist witzig. Was haben wir hier? Erforderlich Geist 56. Können wir nicht machen. Aber wir können Konstitution nochmal punkten. Oh, warte. Ich punkte einmal Geist. Jetzt haben wir 61. Jetzt können wir das tragen. Ich dachte, man macht immer einen Punkt, aber man kriegt irgendwie mehrere. Cool. Okay, wir können wahrscheinlich auch wieder Skillpunkte verteilen, nämlich 6 Stück. Da wir die Fähigkeit jetzt irgendwie nicht bekommen haben und ich keine Ahnung habe, wie man die bekommt, mache ich jetzt einfach mal den Schwarm. Ich guck mal. Ich will die Fähigkeit. Ich kann es halt auch nicht ziehen oder so. Gibt es nicht irgendwie so, weißt du, so einen Fähigkeitbaum, wo du dann die runterziehen kannst? Spielmenü, Kamera. Ich hoffe, hier irgendwas zu finden. Sieht aber schlecht aus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier an die Fähigkeit rankomme. Ich kann halt auch die Tränke da nicht rausmachen. Also, so wie es ausschaut, können sich wirklich Spinnen und Zombies nicht leiden. Lol. Ah! Wie hast du das jetzt herausgefunden? Ich habe einfach mal mit Rechtsklick drauf gedrückt, in der Hoffnung, dass es was bringt. Okay, hat was gebracht. Yay! Okay, das heißt, wir können jetzt unsere Fähigkeiten einsetzen. Das ist ja schon mal was. Da ist was. Essensration, yay. Da kommt was. Nicht mit mir. Ist halt der Kopf abgerollt? Oh mein Gott. So, Lower Crossing. Wir sind zumindest schon mal Lower Crossing, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich muss... Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber wenn ich den Baum sehe mit den erhangenen Leuten, muss ich sofort an Witcher denken. Witcher 3? Ja, ich weiß schon. Ich war bei dir. Ich bin nur am Kämpfen. Nochmal neue Logbucheinträge, wo ich gerade ehrlich gesagt keinen Bock habe, die zu lesen. Boah, krass. Also diese Fliegendinger sind krass. Dieses solche Teil. Und die fliegen halt immer dahin, wo du gerade sowieso mit deiner Maus hindrückst. Was war das jetzt? Tja, wo ist denn jetzt der Höhleneingang? Immer über die Brücke. Hier sind noch mehr Karrenspuren. Ja, kommt.
Easy. Was ist das? Ja, jetzt hast du ein Portal aktiviert. Ah, das ist dieses Schnellreiseding. Okay. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Wir brauchen irgendwas zum Verkaufen. Kann man die Sachen überhaupt verkaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich sammle einfach nur. Ja, aber du hast bald keinen Platz mehr. Ja. Ja. Der Platz wird etwas knapp gerade, das ist richtig. Guck mal, jetzt hier. Ich hätte eigentlich gehofft, hier mal irgendwen anzutreffen, aber das sieht schlecht aus. Ich versuche mal, ob wir in der Stadt irgendwas verkaufen können. Was ist das? Ach so, lol, das ist das Ding, was wir mal gesetzt haben. Dieses kleine Nüppelding. Aber krass, du bist erst so wenig gegangen und wir haben noch so viel vor uns. So, was ist mit dir? Kann ich bei dir verkaufen? Lol, komm ich gar nicht rein? Hallo? Komme ich nicht rein. Okay. Kann ich hier irgendwo verkaufen? Das ist ein Wächter, wahrscheinlich nicht. Mit dem Captain sprechen, mit dem Captain sprechen. Ah, Händler! Oh Gott, wirst du erstmal erschlagen. So, Pistole weg, das weg, das weg, das weg, das. Das, 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 das. Und was ist damit? Das kann auch weg. Ja, was damit ist, wissen wir nicht. Ich würde das behalten und die ganzen kleinen Dinge einfach mal hoch in die Ecke ziehen. Bietet der uns zufällig Dynamit an? So zwei Stück? Haben wir überhaupt Startkapital jetzt? Ja, haben wir ein bisschen. Wir haben 500 Münzen. Ja. Also. Zurückkaufen, Zubehör und Verbrauchsgüter. Da ist kein Dynamit bei. Hier sind Rüstungen, Pistolen, Waffen. Armbrust, oh mein Gott. Ich glaube, das wäre meine Waffe so. Zombie-Apokalypse. Und dann ich mit einer Armbrust. Ich glaube, ich würde eher den Revolver bevorzugen. Irgendwann geht die Munition leer. Ja, Pfeile hast du endlich, oder was? Wieso? Du erschießt, angenommen, Zombie-Apokalypse, Headshot, ziehst den Pfeil wieder raus und kannst ihn wieder benutzen? Ja, mal angenommen, ja. Dass das überhaupt so funktioniert. Die gehen ja auch kaputt, die Pfeile. Ach, nicht meine Pfeile. Das sind Special-Pfeile, ja? Hallo, die haben Special Edition. Warum portest du dich nicht einfach wieder hoch? Hab ich doch. Achso, sorry, ich hab gerade nicht aufgepasst. Minis, ich glaube, was ist das? Ätherkristall. Oh. Cool, hinter dir. Ich suche gerade die Höhle, damit wir mal wechseln können. Oh, was guck mal da. Höhle? Piu. Die Motherfucker. Lol. Ich glaube, von da kommen wir, ja. Wo ist die Höhle? Die Höhle, Höhle, Höhle. Wo ist die Höhle? Da geht's nicht weiter. Da ist eine Höhle. Ha! Höhleneingang. Ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott! Erstmal ein Schwammkrokodil gefickt, oder was? Die Fähigkeit ist echt richtig krass. Ich pump da direkt die nächsten 3 Punkte rein. Ich finde das krass, das Teil. Ja, aber du musst doch mal andere Punkte verteilen. Nee, ich will erstmal das voll machen. Und dann kannst du andere Punkte verteilen. Das sind wir mal, was für Unterschiede wir haben, ne? Das ja, ist in Ordnung. Wenn du gleich spielst, kannst du ja verteilen. Und am Ende kommt Schrott raus. Weil wir beide das machen, wie wir das denken. Und dann haben wir dann irgendwie so einen Mittelweg. Aber ich habe viele Leute verderben den Brei. Ja, viele Köche, aber ja. Was habe ich gesagt? Viele Leute. Ist doch egal. Hey, das war eine gelbe. Was ist denn gelb? Magisch. Und was haben wir? Magisch. Ach, auch gelb. Okay. Was ist das? Das ist alles Kappes. Aber da hinten war doch der Höhleneingang. Wieso komme ich denn da nicht hin? Da war der Höhleneingang. Links. Hier? Ja, da. Ich bin halt jemand so, wenn ich so eine Fähigkeit habe, die ich mag, will ich die direkt komplett hoch machen, weil die wird ja dadurch stärker und da ich sie ja sowieso mag, will ich sie ja auch stärker haben.
So, was geht hier unten noch ab? Ist hier noch irgendwas Specialiges? Oh mein Gott! Tja, da habe ich mal eben 300 Dinger gefickt, nur mit dieser Fähigkeit. Okay, so, damit sind wir wieder hier. Alles klar. Dann gehen wir in die Höhle und du bist dran. Ist. Ja. Ich würde dann sagen, dass wir dann in der nächsten Folge mit mir weitermachen. Okay. Okay. Haben wir denn genug für die erste Folge? Ja, bestimmt. Ja, meinst du? Okay. Ja. Dann machen wir das so. Ersteindruck, was sagst du? Ja, ne? Hat schon irgendwie Diablo 1 Feeling. Ja, es wirkt wie Diablo, es spielt sich wie Diablo. Man, es sieht aus wie Diablo. Man bekommt ja jetzt erst übertrieben viel Stuff zugeworfen. Ja, das ist ja auch Diablo-like, ne? Ja, und... Achso, wir haben hier noch einen Punkt. Wo würdest du den draufsetzen? Wahrscheinlich Konstitution, ne? Mitte haben wir noch gar nichts. Nee. Dann machen wir Mitte. Okay. Ja, ja, also es macht Spaß. Also zumindest für Leute, die sowas mögen, kann ich das nur empfehlen, weil es macht Spaß. Es gibt neue Fähigkeiten, es gibt Klassensysteme. Mal neue Klassen, die es in Diablo so vielleicht nicht gab. Hier so Schamanen und sowas, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass die da drin waren. Die hießen immer alle ein bisschen anders. Da war irgendwie hier so Amazone und sowas. Aber ich find das einfach eigentlich ganz cool. Also. Und das hier, da bin ich noch gespannt, was das hier ist. Ja. Da bin ich mal, das sieht noch interessant aus. Weil hier ist noch ganz viel. Guck dir das mal an. Also von daher, doch, macht Spaß und wir machen noch eine Folge. Auf jeden Fall, und das mit mir. Und denk dran, es ist Hardcore, also nicht sterben, sonst ist das Ganze kaputt, ne? Das ist dein Ernst? Ja, ich habe Hardcore gemacht. Gar nicht, wir haben normal eingestellt. Nein, Hardcore, der Charakter wurde auf Hardcore gestellt. Die Schwierigkeit ist normal, aber der Charakter ist Hardcore. Das heißt, wenn wir sterben, ist Level futsch. Das heißt, wir können auf jeden Fall zumindest schon mal sagen, dass wir die Aufnahme so lange, spielen, bis wir sterben. Okay, es hätte bald, wenn ich nächste Runde sterbe. Und dann das Let's Play zu Ende ist. Ja, Leute. Okay, also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.